Medelby findet man an der Grenze zu Dänemark zwischen Flensburg und Niebüll im Bundesland Schleswig-Holstein. Die Anfahrt zum Camping Mitte auf dem Sonnenhügel ist gut ausgeschildert. Nach der Einfahrt zum Camping fährt man weiter bis kurz vor die Schranke. Dort stellt man das Fahrzeug auf der rechten Seite ab und besucht die Rezeption im Haupthaus. Nach der Anmeldung holt man sein Fahrzeug und fährt zur Schranke vor. Mit der Servicekarte wird die Schranke geöffnet. Hier sind auch große Fahrzeuge willkommen. Volker, hallihallo. Hallo, guten Tag. Volker, ganz kurz, wo bin ich? Du bist hier in Medelby auf Camping Mitte. Und warum heißt das Camping Mitte? Ja, weil wir mitten an der dänischen Grenze zwischen Nordsee und Ostsee liegen. Genau, mittendrin. Also wenn man auf der Karte schaut, sind wir wie viele Kilometer weg von Flensburg? Von Flensburg sind wir 24 Kilometer weg, von Niebüll sind wir 20 Kilometer weg. Ja, ja. Und was kann man hier erleben? Man kann hier ganz viel erleben. Wir haben ein Freibad, wir haben ein Hallenbad. Man kann Radtouren machen, wenn man hier möchte. Man kann sich einfach mal ausruhen. Dafür sind unsere Parzellen groß genug. Und wer besucht euch? Im Hauptsächlichen besuchen uns Durchgangscamper zurzeit. Das heißt, wenn man nach Norwegen, Schweden oder Dänemark weiter möchte, wird eine Station gemacht, wenn man von weiter runter herkommt. Eine Übernachtung meistens. Und auf dem Rückweg wird dasselbe Platz nochmal angefahren. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Du bist nicht alleine hier auf dem Campingplatz der Chef. Es gibt nochmals einen. Wer ist das? Das ist Benno, das ist mein Lebensgefährte. Wir zusammen leiten das hier vorne. Für die Firma Spannan. Und dann habe ich noch eine Dame gesehen. Ja, einmal ist es Margarete, unsere Reinigungsfachkraft. Und wir haben noch Sabine, die macht für uns den Imbiss und betreut ihn. Verschiedene Gebäude sind hier auf dem, ja, ich sage ins längs gerichteter Camping. So eins haben wir noch da hinten. Was ist das? Das ist das Waschhaus für Damen und Herren. Und vorne haben wir dann noch eine Küche eingebaut, wo man waschen kann oder kochen kann. Und trocknen die Wäsche, wenn man sie gewaschen hat. Die Parzellen sind richtig groß, also man sieht es hier, ich darf den Anhänger neben hinstellen, plus den Fiat. Also richtig großzügige Parzellen gebt ihr den Kunden. Ja, wir haben so circa zwischen 110 und 130 Quadratmeter, damit man nicht direkt sehen kann, was der Nachbar denn abends isst, sodass man sich wirklich abgrenzen kann. Ja, und jetzt haben wir da in die Richtung, schau mal, da hat es nochmals ein Gebäude, also ein Spielplatz sieht man da vorne und dann sieht man auch das, das Schwimmbecken, das Außenbecken. Das Außenbecken ist dann hin, was man sehen kann, dann sieht man den Wohn- und den Wagen vom Imbiss und dahinter ist das Bistro, was neu gemacht werden soll und die Innenhalle zum Schwimmen. Ja. Und im Winter haben wir dort auch unsere Sauna. Und in der Rezeption war ich, da hat es einen kleinen Laden drin. Ja. In der Rezeption haben wir einen kleinen Laden, falls man mal was vergessen hat, dass man Kleinigkeiten für den normalen Bedarf immer jederzeit kriegen kann. Dann teste ich ihn. Jetzt will ich es gerade wissen. Meine Zahnpaste genügt genau noch für einmal Zähne putzen. Das ist aber heute Abend. Kann ich morgen früh auch noch Zähne putzen? Kannst du. Wenn du bei uns die Zahnpasta kaufst, dann kriegen wir das hin, dass du noch deine Zähne putzen kannst. Wir haben sogar für Kinder Zahnbürsten und Zahnpasta. Das ist super. Jetzt, sonst gibt es noch was zu erzählen? Du hast noch gesagt, im Örtchen selber hat es was? Im Ort selber haben wir eine alte Kirche, die ist von 1150 bis 1200. Ist sie gebaut worden, der Hauptteil, und sie ist interessant zu sehen. Und wenn man das Rad dabei hat, und das haben die meisten, dann wohin fährt man als Beispiel? Da haben wir Radwege, da haben wir eine Fahrradkarte bei uns liegen. Da haben wir einen Vorteil, den wir haben. Wir sind gerade mal 5 Kilometer Luftlinie von der Grenze entfernt. Und die kleinen Grenzübergänge kann man da mit dem Fahrrad gerne erkunden, auf der Fahrradkarte eingezeichnet. Also jede Menge Interessantes für uns Camper hier zu finden. Ich kann es nur empfehlen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir. Also die immer meinen, man müsse nur an die Ostsee oder eben nur an die Nordsee. Dazwischen gibt es doch wirklich auch noch was. Das auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, wir finden für jeden etwas hier. Ja. Und wenn man die Schrift so anschaut, jetzt das Camping Mitte, mir kommt das so bekannt vor, dieser Schriftzug. Wo habe ich da Vergleich? Ja, wahrscheinlich ist da die Möglichkeit, dass das unser Hauptunternehmen ist. Das ist der Caravanpark Spannan in Osterrönfeld. Und wir sind eine Tochterfirma davon. Deswegen haben wir denselben Schriftzug. Das ist toll. Und da gibt es auch 3 Stellplätze, die da eingebunden sind. Und jetzt eben noch der Camping, der kam, glaube ich, dieses Jahr im Januar dazu. Ja, wir haben ihn eigentlich wieder übernommen. Gut. Super. Also,
euch viel Erfolg und ich glaube, es lohnt sich wirklich, es ist nicht übertrieben. Eben, man schaut mal die Parzelle und dann kann ich noch vor dem Wohnmobil sitzen. Also an Platz fehlt es wirklich nicht. Und Volker, nochmals, wie gesagt, euch viel toi toi toi. Und wie sagt man hier? Moin moin, oder? Moin moin zur Begrüßung und hi hi zum Abschied. Wieso hi hi? Ja, weil das hast du diesen Einschlag haben. Wir sind halt nur gerade ganz an der Grenze. Ah, das hat rübergeschwappt. Das hat dann rübergeschwappt. Gut, also vielen Dank für das kleine Interview. Nochmals viel Erfolg und tschüss. Tschüss.